Jetzt in Bunte Life, Liebesaus. 3 Monate nach der Babygeburt. Al Pacino und Freundin Nur Al-Falla getrennt. Sven Hannawald privat. Das perfekte Familienleben gibt es nicht. Und im Liebesrennen ist sie die Nummer 1. So tickt die neue Freundin von Mick Schumacher. Gut, ja. Okay. Zeit für Bunte Life im vollen Haus. Ja, und wir haben verschiedene Stadien der Liebe, die wir uns heute mal anschauen wollen. Und die schalten dafür direkt in die Redaktion nach München. Robert Pölzer sitzt da schon, Chefredakteur von der Bunden. Erstmal ein Gruß von uns zu dir. Robert, hallo. Schöne Grüße zu dir. Ja, Gruß zurück an den Rhein. Ja, danke. Und schon geht's los mit unserem ersten Thema, nämlich 3 Monate nach der Geburt ihres Sohnes Roman, ja, haben sich Al Pacino und seine Freundin getrennt. Sie wollte heiraten, er nicht. Babyglück? Fehlanzeige. Superstar Al Pacino und Nur Al-Falla sind getrennt. Nur ein paar Wochen nach der Geburt des gemeinsamen Sohnes Roman. Er ist das 4. Kind des Patendarstellers. Beziehung und Schwangerschaft sorgen von Anfang an für Aufsehen. Sie ist 29, er 83. War der Altersunterschied von 54 Jahren der Trennungsgrund? Wohl kaum. Immerhin hat Nur eine Vorliebe für ältere Männer. Sie war mit Mick Jagger zusammen, datete angeblich auch Clint Eastwood. Sie sagt, sie wollte heiraten, doch Al wollte frei sein. Daraufhin zieht sie die Reißleine und beantragt das alleinige Sorgerecht. Trotz des Trennungsdramas? Auf Instagram spricht die Filmproduzentin vom großen Mutterglück. Und auch finanziell sieht es rosig aus. Pacino will sie unterstützen. Robert, deine Meinung dazu? War die Beziehung eine auf Augenhöhe? Naja, ich sag mal, es ist ein klarer Fall von alles falsch gemacht und klarer Fall von Respektlosigkeit. Ich meine, ich muss mal sagen, Al Pacino kann ja froh sein, dass diese Frau sich für ihn interessiert hat und dass sie ihm ihr Herz geschenkt hat und ihre Liebe. Und was macht er? Sie wird schwanger, er verlangt einen DNA-Test. Ich meine, das hätte ich mir mal erlauben sollen, dann säße ich hier als Single da. Ja. Und dann will sie ihn heiraten, trotz dieses Affronts, und er sagt, er will frei sein. Sorry, biologisches Alter 83, er kann froh sein, wenn er jemand an seiner Seite hat, der mit ihm die Zeit verbringt. Also, dass er jetzt da unterhaltspflichtig ist, das versteht sich ja von selbst. Die Unterhaltshöhe kann man erst festlegen, wenn das Gericht festgestellt hat, wie viel er zahlen muss. Und da er ein Vermögen zwischen 120 und 180 Millionen hat, dürfte das dann schon in einem höheren Betrag münden. Zu Recht. Das heißt, davon gehen wir jetzt aus. Er muss zahlen, auf jeden Fall, meinst du? Und denkst auch, ja. Ja, logisch. Ist, ja. Die Vaterschaft ist ja erwiesen durch den DNA-Test, den er unbedingt haben wollte. Mhm. Also, wie will er da noch rauskommen? Ich finde es halt unfair einer Frau gegenüber, egal wie groß der Altersunterschied ist. Das spielt da keine Rolle. Wenn du deine Frau respektvoll behandelst, ist das keine Frage des Alters, sondern der Erziehung. Robert, das ehrt dich. Ja, wir kommen zum nächsten Thema, denn wochenlang brodelte ja jetzt die Gerüchteküche um die Ehe von Joe Jonas von der Band der Jonas Brothers und der britischen Schauspielerin Sophie Turner. Und jetzt steht aber fest, Schluss, aus, vorbei. Nada, nix geht mehr. Und der Grund, sie sah sich gefangen in der Ehe. Sie fühlt sich endlich wieder frei. Und das darf die ganze Welt sehen. Game of Thrones Star Sophie Turner haut im wahrsten Sinne des Wortes auf den Putz. Erst gestern veröffentlichen die Schauspielerin und Sänger Joe Jonas das offizielle Trennungsstatement. Nach 4 wundervollen Ehejahren haben wir gemeinsam entschieden, unsere Ehe in Freundschaft zu beenden. Wir hoffen aufrichtig, dass alle den Wunsch nach Privatsphäre von uns und unseren Kindern respektieren. Alles aus und vorbei beim einstigen Traumpaar. Für Sophie ist es der Befreiungsschlag. Wie aus dem inneren Kreis des Paares bekannt wird, fühlte sich die 27-Jährige in ihrer Ehe mit dem Jonas Brother gefangen und bereute es, ihre unbeschwerten Jugendjahre verpasst zu haben. Genau die holt Sophie bei einem Barbesuch in Birmingham nach. Von Herzschmerz keine Spur. Manchmal ist es eben besser, getrennte Wege zu gehen. Ja, man muss natürlich sagen, die Engländer sind ja so ein bisschen bodenständiger und Joe Jonas war natürlich auch schon ein Kinderstar. Aber Robert, woran ist denn diese Ehe letztendlich jetzt gescheitert? Ja, grundsätzlich gilt ja, Liebe ist keine Einbahnstraße. Ja.
Und hier hat eine Frau ihre Karriere geopfert. Game of Thrones Star zu sein, heißt ja nicht automatisch, dass die Karriere weitergeht. Mhm. Sie ist gezogen aus Großbritannien in die USA, hat dort ein Leben auf dem Land geführt, hat beklagt, dass sie für ihre mentale Gesundheit eigentlich ihr soziales Umfeld gebraucht hätte. Mhm. Und er ist weiterhin mit der Band losgezogen, hat sein Leben weitergelebt wie bisher und von ihr erwartet, dass sie zu Hause Kinder und Bauernhof hütet. Sowas kann ja grundsätzlich nicht gut gehen. Wenn nur einer sich der Liebe hingibt und der andere die Liebe als selbstverständlich annimmt. So, das ist hier passiert und irgendwann hat sie gesagt, das mache ich nicht mehr mit und ich gehe dahin zurück, wo ich hingehöre. Man könnte auch sagen, you can take the girl out of the country, but you can't take the country out of the girl. Und sie ist jetzt in ihre Heimat zurück, da wo sie das soziale Umfeld hat, was ihr Mann nicht bieten konnte. Logische Schlussfolgerung und logische Reaktion. Aber es ist schön, Sie jetzt so glücklich zu sehen. Ja, und wir wollen auch bei den Liebesanfängen mal bleiben. Wir drei wissen, wovon wir reden. Wenn ich sage, wenn die Liebe noch ganz frisch ist, dann will man ja irgendwie die ganze Welt umarmen und teilhaben lassen. Und Mick Schumacher ist bis über beide Ohren in Model Leila Hasanovic verliebt. Und Bunte weiß, so tickt die neue Freundin des Schumacher-Sohns. Sie ist die neue Frau an der Seite von Mick Schumacher, Leila Hasanovic. Das 22-jährige Model hat auf Instagram mehr als 200.000 Follower, lebt ein Leben voller Reisen und Luxus. Doch eigentlich kommt die hübsche Dänin aus einfachen Verhältnissen, wuchs in der dänischen Hafenstadt Svendborg auf. Als Teenager verbringt sie ein Auslandsjahr in den USA und ist dort erfolgreiche Cheerleaderin. 2019 wird sie durch ihre Teilnahme am Miss Dänemark Schönheitswettbewerb bekannt und startet seitdem voll durch. Mittlerweile lebt sie in Kopenhagen, jettet beruflich und auch privat um die ganze Welt. Jetzt hat sie in Mick ihren neuen Ruhepol gefunden. Und auch der kann so eine Stütze gerade sehr gut gebrauchen. Denn sportlich läuft es für den 24-Jährigen nicht besonders. In der Formel 1 ist er nur Ersatzfahrer. In der Liebe mausert er sich zum Stammfahrer. Was für ein Schumacher, Paar. Ne? Ja, Robert, der Name Schumacher ist ja nach wie vor mit einer der klangvollsten auf der Welt. Wie groß ist da die Bürde für Mick? Ja, die Bürde war sehr groß. Sein Vater, der ja sein Kompass und seine Leitfigur war, der er nachgeeifert hat, hatte ja diesen schweren Unfall. Und plötzlich ist diese ganze Last auf den Sohn übergegangen. Und er hat versucht, es dem Vater gleich zu tun. Er hat eine Formel-1-Karriere angestrebt. Die ist leider Gottes nicht reüssiert. Er hat auch immer sein Privatleben versteckt, so wie es die Doktrin der Familie war. Und jetzt ist er vom echten Leben wachgeküsst worden, von einem bodenständigen Mädchen, das das Leben umarmt und das Leben liebt. Und er sieht, was er eigentlich die ganze Zeit sich selber angetan hat, indem er versucht hat, etwas nachzueifern und eine Last zu tragen, die er gar nicht hätte tragen müssen. Hm. Wir gönnen es ihm auf jeden Fall. Sie sehen sehr, sehr glücklich aus. Sehr schön. Danke nach München, Robert Pölzer. Wir bleiben aber noch bei einem Promi-Thema. Mach's gut, Robert. Bis bald. Denn 7 Jahre nach der Hochzeit und so ganz ohne Skandale könnte man meinen, Sven und Melissa Hannawald, die führen mit ihren beiden Kindern ein makelloses Traumleben. Aber die beiden erklären jetzt alles Quatsch. Er war der Skisprung-Superstar Deutschlands, Sven Hannawald. Der Sportler aus dem Erzgebirge hat nicht nur erfolgreich den Absprung von der Schanze geschafft, sondern auch den Sprung vom Top-Athleten zum Familienmensch. Mit Ehefrau Melissa, ihren beiden Kindern Glenn und Liv und Hündchen Nala begleiten wir die Hannawalds an den Kochelsee, ihren Lieblingsort. Er, der König der Lüfte, und sie, die Meisterin am Ball. In ihrer Vergangenheit ging es den beiden Top-Sportlern nur ums Gewinnen oder Verlieren, um Höhen und Tiefen. Doch nun haben ihre Kinder das Sagen. Ich meine, letzten Endes zur aktiven Zeit habe ich immer gesagt, dass ich für sowas keine Zeit, ich konnte die zwei Welten nie verbinden, weil ich entweder so oder so war. Und es war immer der Traum später mit Haus, Familie und alles drum und dran. Und wenn ich natürlich jetzt hier herschau, ist es natürlich das, was man irgendwo so ein bisschen sich herbeigesehnt hat, weil es ja dann doch auch andere Schicksale gibt. Und dementsprechend bin ich sehr, sehr froh, dass sich das alles so ergeben hat. Sven Hannawald schreibt Sportgeschichte. Der Sachse gewinnt als erster Athlet alle Springen der Vierschanzentournee. Der damals 28-Jährige wird zum gefeierten Superstar. Nach dem historischen Sieg liegt ganz Deutschland dem fliegenden Hanni zu Füßen. Phänomenal. Also was ich jetzt wirklich in den 10 Tagen erreicht habe, also es macht mich sprachlos. Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
Doch der Druck war zu groß. Ihm brechen im wahrsten Sinne des Wortes die Flügel ab. Burnout, Karriereende. Sven Hannawald holt sich professionelle Hilfe und kann zwar nicht seine Karriere, aber sein Leben retten. 2014 trifft er die Fußballerin Melissa Thiem. Und beide merken sofort, hier schlagen zwei Herzen im selben Takt. Mit ihr kann er sich auf einmal das vorstellen, was während seiner Karriere unmöglich war. Eine Familie. Ich sag mal so, man weiß ja nie, so wirklich viele Erfahrungen habe ich ja auch nicht gemacht oder machen können, weil ich dann doch zu tief in meiner Sportwelt war und hat aber dann trotzdem das Gefühl, zum einen natürlich die gleiche Basis vom Sport, also sprich auch Melissa hat ja dann eben auch mit dem Fußball die Grundbasis gehabt, wie wir alle uns was erarbeiten müssen und dementsprechend haben wir uns gleich sofort verstanden. Heute sind die Hannawalds angekommen. Beruflich bleibt er dem Wintersport als TV-Experte treu. Privat helfen ihm seine Frau und die Kinder, die Balance zu finden zwischen Ski-Experte und Hausmann. Jetzt lobe ich dich, pass auf. Halt fest. Er bringt den Müll raus. Er stellt die Spülmaschine an, das mache ich zwar auch, aber das machst du häufiger. Er räumt sie auch aus. Also ich sage jetzt nicht nur, dass ich das dann nicht mache, aber er macht es. Es gibt ja auch genug Männer, die machen das nicht. Er wäscht die Wäsche, er faltet die Wäsche. Machst du schon? Ja. Aber ich finde, das ist viel. Also ich kann jetzt auch noch lobenswert erwähnen, dass du Laub bläst täglich, was mich zur Weißglut bringt, weil ich mir denke, boah, die fünf Blätter hätten sie jetzt noch liegen bleiben können. Da ist er dann halt einfach so ein bisschen in seiner Welt. Das wird auch immer bleiben, dann lasse ich ihn auch. Das ist Sven und sein Laubbläser. Sven Hannawald hat gelernt, nicht alles im Leben ist perfekt. Aber Tage wie diese mit seiner kleinen Familie am Lieblingsort, die sind es.